Michaela, genau. Meine erste Frage wäre, wie geht's dir denn so momentan? Es ist ja alles so ein bisschen, ja, ich sag mal, kompliziert. Merkst du irgendwie was oder dass dich das irgendwie die ganze Situation jetzt belastet oder bist du da tiefenentspannt? Also gesundheitlich belastet mich die Situation zum Glück nicht. Also mir geht es wirklich prima. Ich fühle mich topfit. Aber natürlich innerlich belastet mich das schon sehr. Also gerade, ja, ich mache mir einfach jeden Tag natürlich Gedanken, wie entwickelt sich das alles weiter in Deutschland? Wie ist das mit den Jobs, mit der Wirtschaft? Es hängen ja wirklich so viele Arbeitsplätze dran. Und Deutschland ist ja nun ein Land, sehr verwöhntes Land, ja. Wir hatten so eine Situation noch nie. Wir haben auch nie irgendwelche schlimmen Dinge. Also wir haben ja auch noch nicht mal Naturkatastrophen. Ja, andere Länder müssen da immer mit Tornados zurechtkommen, Vulkanausbrüchen, Erdbeben. Wir in Deutschland haben es eigentlich wirklich gut gehabt. Und jetzt kommt natürlich so eine krasse Situation für uns alle. Und ja, das macht einen natürlich schon sehr Angst. Ich spreche auch viel mit Kollegen, viel mit Julian FM Stöckel, mit Willi Herren hatte ich letzte Woche gesprochen. Und die sagen auch, das ja, ist katastrophal. Alle machen sich natürlich Sorgen um die Zukunft. Bist du so jemand, der dann so auch Nachrichten, weil es gibt ja jetzt diese News-Ticker, ne? Man hat ja das Gefühl, so jede Stunde kriegst du irgendwie, da ist einer gestorben, da ist einer krank. Guckst du sowas oder sagst du, nee, habe ich keinen Nerv für? Am Anfang habe ich tatsächlich die ganzen News verfolgt, mehrmals in der Stunde, aber mittlerweile schaue ich immer morgens die Nachrichten, schaue mir alles an, bin dann informiert und warte einfach ab. Also jetzt weiß man ja, dass vor Ostern eh erstmal nichts geändert wird und warte jetzt Ostern ab. Und ja, aber in meiner Branche weiß ich eh, dass da dieses Jahr wahrscheinlich gar nichts mehr laufen wird. Also das, ich arbeite ja hauptsächlich als DJ, bin also angewiesen auf Clubs, auf Events, auf Messen. Und das wird wahrscheinlich gar nicht mehr dieses Jahr passieren. In Österreich ist mein Hauptauftraggeber, sind frühestens erst ab Juli wieder die Clubs auf, frühestens. Und ob die dann, erstmal die Frage, wer hat dann noch überlebt? Und ich glaube, die haben dann auch nicht gerade gleich das Budget, sich ein Promi-Act zu buchen. Ich glaube, die müssen dann erstmal auf die Beine kommen. Und ja, also da sieht es wirklich nicht gut aus. Aber du hast mir ja mal, wir hatten dich ja schon öfter im Interview und du hast mir einmal gesagt, du bist so ein kleines Sparbrötchen, so ein bisschen, ne? Du bist auch immer froh, wenn du so deine Schäfchen im Trockenen hast. Ist das dann nicht auch nochmal so eine Belastung oder hast du dir da irgendwie was anderes jetzt überlegt? Weil ich meine, das Jahr ist ja noch lang dann, ne? Ja, ja, ich bin sparsamer Mensch, aber ich investiere mein gesamtes Geld. Also ich investiere ja in Immobilien. Ich habe nun gerade auch noch vor 4 Wochen einen Notarvertrag unterschrieben über eine neue Immobilie. Hätte ich natürlich niemals gemacht, hätte ich gewusst, dass Corona kommt. Habe ich jetzt gemacht, muss ich jetzt irgendwie mit leben. Ich bin aber froh, dass der Staat dann natürlich auch gewisse ja, Regeln gemacht hat, dass man zum Beispiel auch mit der Ratenzahlung erstmal aufhören kann für ein paar Monate. Und es gibt ja auch das Corona-Zuschusshilfsprogramm, da bin ich auch sehr froh. Aber klar, ich habe meine Ausgaben komplett runtergefahren. Also alles, ich mache sozusagen nichts mehr. Ich kann auch gar nicht mehr. Also die ganzen Einrichtungen haben auch zu. Aber ich hatte eine Personal-Trainerin. Ich bin zur Kosmetik gegangen, zum Friseur, zur Massage. Alles komplett runtergefahren. Nichts mehr werde ich auch danach nicht mehr machen, wenn die alle geöffnet haben. Weil jetzt muss ich wirklich schauen, dass ich ja, meine ganzen Investitionen irgendwie hinbekomme. Und das ist schon schwierig. Da macht man sich schon große Gedanken. Ja, aber Kosmetikerinnen waren gerade ein gutes Stichwort, weil irgendwie haben wir hier so, ich meine, das sind jetzt so First World Problems, ne? Aber dann geht's ja los, so, oh, ich muss zum Friseur und meine Nägel und so weiter. Du bist doch da eigentlich, ich meine, bei dir ist doch eigentlich alles relativ, sage ich jetzt mal, du musst doch da nichts nachbessern, oder? Ich meine, du hast doch dieses Langfristige gewählt, dachte ich mir so. Ja, also ich habe Glück, ich bin nicht die mit diesen Wimpern-Extensions. Ich habe auch keine Kunstnägel. Ja, ne, hast du auch nicht. Muss ich ins Solarium? Aber trotzdem lebe ich natürlich von meinem Aussehen. Und klar, wenn man so Extensions drin hat und alles, also es muss schon irgendwie gemacht werden. Ich muss auch Sport treiben. Also gewisse Sachen muss ich einfach schon tun. Das ist schon wichtig, gehört ja auch zum Wohlbefinden dazu. Aber das stört mich jetzt auch gar nicht. Also ich leide jetzt nicht darunter, dass ich da nicht hingehen kann. Aber es war für mich früher immer selbstverständlich. Und jetzt, klar, habe ich gesagt, okay, ist nicht mehr drin, wird halt alles komplett runtergefahren. Habe sämtliche, sogar so Mini-Abos gekündigt, weil ich bin meinen Kontoauszug durchgegangen und habe wirklich geschaut, welche Position, auf welche kannst du verzichten. Und da waren tatsächlich viele dabei, wo ich gesagt habe, okay, Kleinvieh macht auch Mist. Ja, weil ja, man ist jetzt gerade nicht in der Position zu sagen, ach naja, das sind ja nur kleine Summen. Aber wenn ich 10 davon habe, macht das halt auch eine gewisse Summe im Monat aus. Und ich bin selbstständig, bin ich angestellt, ich bekomme nicht jeden Monat trotzdem mein Geld. Und ja, da muss man natürlich jetzt die Reißleine ziehen und schauen.
Aber ich habe irgendwas gelesen. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Gerücht ist oder ob es stimmt. Du planst irgendwie einen Rekord? Irgendwie eine Wette? Stimmt das? Also das Gute ist, ich habe ja noch ein zweites Standbein mir aufgebaut in den letzten Jahren, weil ich immer gesagt habe, nur auflegen ist mir zu riskant. Was ist, wenn da mal irgendwas passiert, dann bin ich wirklich ganz schnell pleite. Deswegen habe ich vor 3 Jahren ja angefangen, als Webcam-Girl zu arbeiten. Und ja, das rettet mich sozusagen. Da bin ich jetzt viermal, also allgemein viermal im Monat live auf Sendung. Und da bin ich sehr, sehr froh. Erstens habe ich eine Beschäftigung. Und ja, ich verdiene natürlich dann trotzdem noch Geld. Also hätte ich nicht dieses Zweitbusiness, das Online-Marketing, Erotik-Marketing online, dann wäre es ziemlich katastrophal. Ja. Aber stimmt das mit den 7 Tagen? Also tatsächlich habe ich überlegt, weil ich habe ja gesagt, ich habe jetzt ja echt frei. Und was könnte ich machen? Und ich könnte eigentlich wirklich Webcam ja über mehrere Tage machen, komplett und da einen Weltrekord aufstellen. Allerdings natürlich nicht alleine, weil ich glaube, ich kann jetzt die Leute nur nicht 24 Stunden bespaßen. Ich muss ja auch mal schlafen. Und ich glaube, wenn, man muss auch mal Pipi, ne? Wenn ich 7 Stunden daneben schlafe, ist das auch nicht so toll. Deswegen wollte ich das gerne mit 2, 3 Mädels machen. So eine kleine Mädels-WG, am liebsten mit der Ginger Costello, die Frau, aber geht natürlich jetzt gerade nicht durch Corona, durch die Abstandsregelung, deswegen werden wir das alles verschieben müssen. Aber das wäre so meine Rettung gewesen, weil da hätte ich wirklich Beschäftigung gehabt, ich hätte hier ein lustiges Mädel gehabt, aber das werde ich jetzt verschieben müssen. Okay, ich glaube, die ist ganz cool drauf. Ich kenne sie nicht, aber so, was man mitkriegt, ich glaube, die ist... Die ist super, die ist jetzt auch Webcam-Girl. Also ich habe ja auch mehreren Mädels gesagt, auch zu Melanie Müller, passt auf, wenn euch das Geld ausgeht, ich habe gute Connection. Ja, ich meine, das sind eh Mädels, die aus der Erotikbranche kommen. Ja, das sollte nicht so ein Problem sein, dann auch vor der Cam zu gehen. Man muss sich ja auch nicht ausziehen unbedingt, jeder kann das ja selbst entscheiden. Aber Ginger hatte mich dann schon angerufen und mich gefragt nach dem Kontakt. Ginger hatte ja dann auch schon ihre erste Webcam-Show bei meinem Anbieter. Ja, und wer weiß, wer da noch so kommt. Ich meine, von irgendwas müssen ja die Mädels dann auch leben. Ja, aber so an sich, der Markt hat sich schon ein bisschen geändert, oder? Wenn ich überlege, jetzt so Michaela Schäfer, so vor 9 oder 10 Jahren, da war das ja dieser Riesenskandal, oh mein Gott, Brüste und so weiter. Ich glaube, die Caroline Kebekus hat gemeint, sie sieht deine Brüste öfter als ihre eigenen. Merkst du das auch, dass das irgendwie, dass dieser Schockeffekt, dass der ja weg ist fast schon oder dass sich das geändert hat? Naja, ich zeige nicht mehr so oft meine Brüste. Also das hält sich eigentlich echt in Grenzen. Ich habe früher vom Brandenburger Tor 6, 7 Mal... Ja, das weiß ich noch, genau. ...Shootings gehabt. Die mache ich jetzt gar nicht mehr, weil es mich selber langweilt. Also ich mache eh immer nur Dinge, die mir Spaß machen. Und wenn mich was langweilt, dann höre ich auf und mache was anderes. Und so oft sieht man das nicht. Auf dem roten Teppich darf ich ja nicht. Dann werde ich auch nie mehr eingeladen. Also klar könnte ich provokante Outfits anziehen mit Nippelblitze, aber ich weiß, ich kriege danach nie meine Einladung. Das ist halt ein bisschen auch engstirnig von den Veranstaltern. Ist mir schon klar, dass es bei einer, ich sag mal, wirtschaftlichen Veranstaltung nicht mache. Aber ich sage, auf so einem Spaß-Event ist es doch nicht schlimm, wenn mir mal der Nippel ausguckt. Aber die sind leider alle so engstirnig. Und da ich gerne noch auf roten Teppichen stattfinden möchte, bin ich halt gezwungen, mich sehr konservativ zu kleiden, was mich sehr, sehr stört. Aber ja, ich muss mich da einfach den Veranstaltern unterlegen. So ist das einfach. Hast du denn jetzt, ich meine, jetzt hast du ja sehr viel Zeit auch zum Nachdenken, hast du denn irgendwie eine OP, wo du sagst, ach, da fällt mir gerade ein, das könnte ich noch machen? Ja, tatsächlich habe ich Anfang April eine Schönheits-OP. Die war schon länger geplant. Es steht noch in den Sternen, ob ich die wahrnehmen kann. Bis jetzt steht der OP-Termin, ist der 4.5. Ja, 4.5. nicht im April, wir haben ja schon April, im Mai, genau. Da wollte ich mir die Nase, das Kinn und die Wangen machen lassen, also gleich alles in einem. Dann hatte ich noch vor, den Po zu machen und die Brust, dann in der zweiten OP und das erwäge ich jetzt auch, weil ich habe eh nichts zu tun, ich habe eh keine Aufträge, ich kann also auch mit dem Nasengips jetzt getrost rumlaufen und das ziehe ich auf jeden Fall durch, wenn nicht von seitens der Klinik da eine Absage kommt. Ja, also das heißt nochmal größer, hier so, da so? Genau, die Brust minimal größer. Und der Po auch nochmal ein bisschen optimieren, einfach nochmal runder, voller, also nicht unbedingt größer. Ich werde jetzt kein Kim Kardashian-Po bekommen, aber ich meine, ich bin ja eh eine Freundin der Schönheitschirurgen und ich liebe das ja. Und von daher dachte ich mir, ich gehe jetzt auf die 40 zu. Man könnte doch nochmal seinen Körper ein bisschen restaurieren und in Schuss halten. Ja. Gibt es denn irgendeine OP, die du bereust?
Nein, keine. Nein? Ich bin mit allen super zufrieden. Alles sieht toll aus. Ich bin total zufrieden mit allen. Also ich würde jetzt keine rückgängig machen. Klar ist, manchmal, wenn ich mir Fotos von früher angucke, ich kriege mal viel Autogrammpost und dann schicken die mir mal ihre Fotos zum Unterzeichnen. Und dann sehe ich ja wirklich immer Fotos. Gott, da war ich, weiß ich nicht, mal 20, mal 25, mal 30. Und da denke ich schon, Mensch, du warst eigentlich schon recht süß. Vielleicht hättest du noch nicht unbedingt immer so viel machen müssen, aber ich glaube, ich sehe noch im Vergleich zu anderen Prominenten, die die Anzahl an Schönheits-OP hatten, ich hatte jetzt 11 Stück, noch relativ okay aus und keiner kriegt einen Schreck, wenn er mich sieht. Von daher sage ich alles okay. Ja, ich finde mir dieses, manchmal sieht es echt so kaputt operiert aus, finde ich jetzt, ne? Wenn du so, man verschlimmbessert dann irgendwie so ein bisschen. Ja, genau. Aber ich kann auch noch, habe meine Mimik, kann noch alles bewegen. Ich habe keine Schlauchlippen oder irgendwie eine Michael Jackson-Nase oder Atombrüste. Also ich finde, das ist alles noch okay. Okay, und meine letzte Frage wäre, was machst du denn so den ganzen Tag? Also jetzt so, weil wir sitzen manchmal so da, okay, dann machst du ein bisschen Sport, ne, dann gehst du mal auf YouTube, guckst mal da und so. Aber was machst du denn so? Ich meine, es ist ja noch ein bisschen hin, ne, bis Ostern. Ja, also mein Freund wohnt ja jetzt bei mir. Mein Freund musste ja leider auch sein Restaurant schließen. Und klar, der hofft natürlich, dass er jetzt auch bald aufmachen darf am 20. und 21. Ist aber ungewiss und ist jetzt erstmal zu mir gezogen. Ja, das Schöne ist, ich kann ausschlafen. Ich kann endlich mal wirklich jeden Tag ausschlafen. Das konnte ich sonst nie. Das genieße ich. Ich sitze auf meinem Balkon. Ja, surfe ein bisschen im Internet. Habe meinen Kleiderschrank ausgemistet, meinen Keller. Ich ziehe jetzt ja nächsten Monat um. Bin da gerade auch am viel organisieren. Also langweilig wird mir nicht, aber mir kam die Idee, dass ich jetzt den Landwirten helfe und werde mich jetzt mal informieren, weil ich habe heute einen Bericht im Fernsehen gesehen, dass die ganz viele Helfer suchen. Halt für die Ernte. Und Den Spargel stechen gehen. Spargel oder ich habe da gesehen Radieschenzupf von meinem Freund hat es zu mir auch gesagt, so wollen wir das nicht machen. Und ich habe gesagt, du Schatz, ich habe echt vor ein paar Tagen auch innerlich drüber nachgedacht, weil wir sitzen hier nur rum. Ich habe überhaupt kein Problem, sowas zu machen. Ich habe Kraft, ich bin gesund, das Wetter ist schön. Warum nicht auch noch was dazu verdienen? Also es ist doch gar nicht so schlecht. Und wir haben leider kein Auto, deswegen müssen wir mal schauen, wie man da hinkommt. Aber ich werde heute auf jeden Fall mich mal online mit beschäftigen, wo man da Anfragen stellen kann, sich bewerben kann. Klar, es ist ein bisschen komisch, Michaela Schäfer steht auf dem Feld. Aber ich habe überhaupt kein Problem damit, weil jetzt, ja, hat sich alles gewendet. Jetzt ist nichts mehr mit tollen DJ-Auftritten, Fotoshootings, Autogrammstunden. Jetzt muss jeder sehen, wo er bleibt. Und da habe ich kein Problem, auch den Landwirten zu helfen. Ja, und im Sommer wollen sie alle Spargel und Erdbeeren haben, ne? Und dann beschweren sie sich, dass keine da sind. Aber jetzt war es doch nicht meine letzte Frage. Du hast mich gerade auf den Punkt gebracht. Du hast nämlich gemeint, du schläfst gerne aus. Ja. Was ist denn, wir hatten uns letztens uns auch über einen Kinderwunsch unterhalten. Jetzt hast du jetzt letztes Mal so einen kleinen Shitstorm gekriegt, weil das mit den schwangeren Frauen, ne, irgendwie so, Ja. hat sich da irgendwas geändert, dass du sagst, okay, vielleicht, hast du nicht irgendwas mit Adoptieren? Irgendwas hast du gesagt, ne? Ah, ja, also auf jeden Fall werde ich selbstverständlich jetzt erstmal kein Kind bekommen, also gerade nicht in der Phase. Man hätte zwar genug Zeit jetzt, um ein Kind zu zeugen, aber das wäre ja, also das wäre eine absolute Vollkatastrophe. Nee, also Kinderwunsch ist auf beiden Seiten erstmal nicht da. Und ich schreibe immer mit Caroline Beil auf Facebook und wir haben auch gesagt, dass wir uns mal treffen, jetzt wenn da alles beruhigt hat, weil ich möchte ja schon das gerne so machen wie Caroline Ball, so mit 50 ein Kind bekommen. Und ich glaube, sie hat das mit künstlicher Befruchtung gemacht. Ich bin mir nicht so sicher, wie sie das jetzt genau gemacht hat oder ob es natürlich war. Aber ich glaube, wirklich den Weg werde ich erst gehen, weil jetzt muss ich auch erst mal schauen, dass ich meine Kredite abbezahle und dass das alles wieder in Ordnung geht. Und ein Kind ist da jetzt gerade nicht in Planung. Und vor allen Dingen, ich lasse mich gerade operieren dann jetzt wieder im Mai. Nee, also das erstmal nicht. Ja. Cool, dann weiß ich Bescheid. Vielen lieben Dank.